Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute möchte ich mit dir über die Energie hinter deinen Handlungen sprechen. Ja, was ist Energie? Energie entsteht in dir durch dein Denken. Und wenn du versuchst, dein Denken zu analysieren, deine einzelnen Gedanken, dann wirst du auf keinen grünen Zweig kommen. Also geht es darum, dass du erkennst, dass dein Denken aus Überzeugungen, Ansichten und Annahmen besteht. Und genau das ist die Energie hinter deinen Handlungen. Wenn wir etwas tun, haben wir das Gefühl, diese Tat hinterlässt den Fußabdruck der Energie, die nachher manifestiert. Das ist aber weit gefehlt, denn was du tust, ist eigentlich irrelevant. Die Energie hinter deinem Tun, hinter deinem Verhalten ist relevant. Und diese Energie findest du, indem du schaust, was war meine Intention? Was war meine Ansicht? Was habe ich gedacht über die Situation? War ich dort im Mangel? Habe ich aus dem Mangel heraus gehandelt? Habe ich gehandelt, weil ich jemand war in diesem Moment, der nicht hatte, der nicht konnte, der nicht gesehen war, der nicht geliebt war, der nicht gut genug war? Hast du aus dieser Intention, aus dieser Vorstellung, aus dieser Identität, aus dieser Intention heraus den Mangel zu beseitigen gehandelt, dann wird deine Handlung in der Energie des Mangels bleiben, dann wirst du mangelhaft bleiben, nicht gut genug, falsch, fehlerhaft. Diese Energie wirst du nicht verändern können durch Handlungen. Also kannst du es nur ändern, indem du dich veränderst, indem du deine Identität veränderst. Und hier ist es so, so wichtig, dass du erkennst, dass deine Mangelidentität, deine Identität, die falsch ist scheinbar oder bis jetzt falsch war, bis jetzt nicht gut genug war, bis jetzt irgendwelche Verbesserungen gebraucht hat, völlig falsch ist. Du liegst völlig falsch. Du glaubst völlig falsch über dich. Du siehst dich völlig falsch. Denn in Wahrheit, als göttliches Wesen, bist du richtig. Bist du perfekt und bist 0,0 mangelhaft oder falsch. Und jetzt liegt es an dir, dass du dir erlauben kannst, diese Sichtweise über dich selber anzunehmen. Dieses Divine Design Selbstkonzept für dich zu akzeptieren, und zwar ohne einen Grund. Und dieses Divine Design Selbstkonzept ist per se richtig. Das heißt, du bist richtig. Und du musst nichts tun oder machen oder in Angriff nehmen, um besser zu werden oder gut genug zu sein. Einzig und allein das, was du tun musst, ist erkennen, wer du bist in Wahrheit, aus diesem wahrhaftigen Divine Design Zustand die Welt sehen, weil du bist ja die Welt, deine Ansichten generieren und kreieren die ganze Welt. Und dann ist da eine ganz andere Energie hinter deinen Handlungen und dann wirst du mit deinen Handlungen das tun, was du gerne tust. Du wirst dich so verhalten, dass es sich gut anfühlt für dich und die Energie ist on point und du bekommst das, was dir entspricht, nämlich Fülle, Anerkennung, Wahrnehmung, wahrhaftige Wahrnehmung, Freude, Liebe, Begeisterung. Und jetzt siehst du, wenn du mir folgen konntest in diesem Video, siehst du ganz genau, dass es eigentlich völlig egal ist, was du tust.
sondern es kommt daran an, als wer du es tust. Und du kannst auch hier nicht faken. Energie kannst du nicht faken. Energie ist genau das, was du glaubst, was du bist, wer du bist, wie die Welt für dich ist. Und wenn du weißt, du bist Divine Design, du bist göttliches Design, dann weißt du auch, dass du eine göttliche Identität hast in Wahrheit. Nenn sie Seele. Aber Seele ist so oft falsch verstanden. Deine göttliche Identität hat keinen Mangel, hat keinen Fehler, ist in Perfektion hier gedacht. Und genau so darfst du dich selbst sehen, betrachten und fühlen. Du darfst dich gut fühlen, du darfst dich immer richtig fühlen, du darfst dich gut genug fühlen. Und wenn du dich gut genug fühlst, bist du in deinem Divine Design. Und wenn du in deinem Divine Design bist, kannst du machen, was du willst, was dir gefällt. Und deine Intention dahinter ist immer göttlich, ist immer gut, ist immer richtig. Du musst nichts überdenken. Du machst das, was dir gefällt, und dafür bekommst du auch noch Geld. Du bekommst Geld dafür. Anerkennung, Lob, Liebe dafür, dass du bist, wer du bist, wenn du in dein wahrhaftiges Divine Design eintrittst. Und das ist damit gemeint, wenn Leute sagen, lebe aus deiner Seele heraus. Mach dein Seelenbusiness. Aber zuerst musst du wissen, was deine Seele ist. Und dann weißt du, wie du dich verhalten sollst. Und wenn du weißt, dass deine Seele Divine Design ist, dann kannst du dein Divine Design Denken daraus ableiten, und aus diesem Denken kommen göttliche Intentionen, und aus göttlichen Intentionen wiederum gibt es eine göttliche Welt. Also mach dir deine Welt, wie sie dir gefällt, hüpfe in dein Divine Design kompromisslos, sei dir bewusst, wer du wirklich bist, und erlaube dir, es zu verkörpern auf ganzer Ebene in allen Lebensbereichen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vergiss nicht zu liken oder zu kommentieren und vor allem weiterzuleiten. Teile dieses Video. Alle Menschen auf dieser Welt müssen wissen, dass sie geblendet worden sind von ihrem Human Design, von ihrer Gesellschaft, von all diesen Methoden und Theorien, um endlich gut genug zu werden im Human Design, weil sie vergessen haben, weil sie nicht wahrnehmen können, dass sie eigentlich göttliches Design sind und kein Fehler, nichts Falsches an ihnen ist. Und wie wäre es, wenn du durchs Leben gehst und sagst, ich bin gut und richtig, immer. Alles, was ich tue, ist gut und richtig. Alles, was mir gefällt und Freude bereitet, ist gut und richtig. Und ich lebe in einer Welt der Fülle, ich bin immer anerkannt und versorgt. Stell dir das vor, so ist es, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrhaftigkeit. Diese Message will ich hier teilen. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, seine Human Design Identität sterben zu lassen. Aber du kannst gerne sterben, wenn du weißt, dass du neu geboren wirst auf diesem Planeten, in dein Divine Design. Und da aus diesem Wissen, aus dieser Identität, aus dieser Frequenz, aus dieser Energie heraus, nur dementsprechendes manifestierst. Fülle, Freiheit, Freude, all das, was dir in Wahrheit entspricht.